du Robert Hooke. Robert Hooke war ein Engländer, der am 28. Juli 1635 geboren wurde. Er ist bekannt geworden durch das Elastizitätsgesetz. Mit dem Elastizitätsgesetz ist gemeint die Kraft der Sprungfeder. Kurz gesagt, er hat die Kraft der Sprungfeder erforscht. Was ist denn das Hookesche Gesetz? Das Hookesche Gesetz ist kurz gesagt die Kraft der Sprungfeder. So sieht eine Sprungfeder aus. Man findet sie im Alltag beim Trampolinspringen zum Beispiel. Ohne sie könnten wir nicht so hoch springen. Beim Autofahren dient die Sprungfeder gegen die Vibration für eine angenehme Fahrt. Was hat dieses Gerät mit der Sprungfeder zu tun? Das Messgerät sieht aus wie eine Sprungfeder. Unten hat es einen Haken, wo man das Gewicht hinhängt. Das Messgerät wird meistens am Flughafen benutzt zum Koffer wiegen. Hier haben wir zwei Geräte vor uns. Der eine hat nur 6 Newton und der andere 25. Ein Newton ist ca. 100 Gramm. Beim rechten könnte man jetzt hier zum Beispiel mehr Gewicht draufhängen, da es mehr Newton hat. Wer ist schon wieder Robert Hooke? Robert Hooke war ein Engländer, der das Hooke'sche Gesetz erforscht hat. Was ist das Hooke'sche Gesetz genau schon wieder? Kurz zusammengefasst, das Hooke'sche Gesetz ist einfach erklärt die Kraft der Sprungfeder. Und was lernen wir daraus? Ohne Robert Hooke und ohne die Sprungfeder könnten wir gar nicht Trampolin springen und angenehm Auto fahren.